So, da sind wir wieder, meine lieben Zuschauer, hier bei Let's Fail Kenshi. Wie ihr seht, meine Truppe ist etwas größer geworden und als ich gerade eingeloggt bin, sind mir doch diese zwei Herren direkt vor die Füße gefallen, tatsächlich. Und gut, einem geschenkten Gaul, ne? Dem schaut man nirgendwo hin. Und deshalb möchte ich ihm zumindest mal die Hose möchte ich ihm lassen, die Hose und die Würde. Und aber die Knüppel nehme ich ihm jetzt ab. Das macht der Karl-Heinz. Jo. So. Ich möchte jetzt beziehungsweise in der nächsten Zeit schauen, dass ich vielleicht noch einen Medic oder einen Ingenieur auf meine Seite bringe. Und dann, eigentlich könnte ich dann schon anfangen, einen Ort zu suchen für eine kleine Niederlassung. Und dann fangen wir mal an zu bauen, würde ich sagen. So, wir sind jetzt hier links. Wenn wir da links sind, dann müssen wir, wenn wir dahin wollen, hier quasi rum. Aber kommen wir hier rum? Wir kommen hier nicht rum. Aber hier kommen wir rum. Stinks. Wieso habe ich denn Stinks, den Namen? Wieso habe ich den denn so gelassen? Fand ich den gut? Ich glaube, ich fand den gut. Sonst hätte ich das ja nicht. So, wir legen mal einen Zahn zu. Ich hoffe, ich komme hier runter. Ja, ich komme hier runter. Und da wird dich geprügelt. Stinks ist auch der schnellste. Das passt ja. Oh. Nee, die sind freundlich. Die sind Leichen. Komme ich hier hin? Ja, ich kann da runtergehen, tatsächlich. Den wollte ich doch. Schaffe ich den noch? Komme ich da noch rechtzeitig hin? Los, haut ihm. Super. Ja, das war doch von Robo, glaube ich, der entscheidende Schlag. Karl-Heinz bleibt etwas zurück, genau wie Kada und Wang. Das ist ja typisch wieder für die zwei. Wir haben noch einen Kollegen da. Das ist ein Sandninja. Der sollte eigentlich auch bessere Klamotten haben. Wir haben jetzt zwei Gruppierungen, die hier liegen. Und hat jemand von mir was abbekommen? Nein, das ist perfekt. Da der Stinks so schnell war, nimmt der mal hier auf. Perfekt. Oh, ist rein hier. Das ist jetzt blöd. Die Waffe ist so groß, die kann ich nicht mehr ins Inventar packen. Das heißt, Karl-Heinz wird die jetzt nehmen. Ich hoffe, Karl-Heinz kann die in seinen Rucksack packen. So, ich glaube, der Stinks hat genug. Karl-Heinz kann es in den Rucksack packen. Gongi, was hat der denn hier so? Der hat auch noch keinen Brustschutz. Jetzt schon. Oh, und ein sehr viel besseres Katana.
Hat er jetzt auch noch. Gewicht ein bisschen verteilen. Robo. Robo hat auch noch nichts wirklich anzuziehen. Aber jetzt haben sie alle. Und das ist echt... Das ist mal klasse. Jetzt sieht's schon nach was aus, muss ich sagen. So, jetzt kommt noch mal der Stinks, weil er so schnell gerade war. Ach, das hatte ich schon. Moment. Das ist doch viel besser. Und wenn ich mich recht entsinne, hat der Gonghi auch noch keine coole Hose. Richtig. Und wer ist das denn hier? Maggi? Der Maggi eine coole. Der Maggi hat auch keine coole Hose. Der Maggi sieht aber ein bisschen. Weiß ich nicht. Sieht aus, als würde der verhungern. So. Es gibt uns ein bisschen Kohle wieder. Was ist das? Ah, die nächsten. Das sind zwei friedliche Grüppchen. Und hier sitzt Dings immer noch der schnellste. Deshalb sammle ich mit dem auch mal weiter. Perfekt. So, hier liegen jetzt zwei, aber jetzt langsam wird es mit Stings, ist es zu voll. Jetzt kommt Karl-Heinz. Der ist sowieso schon langsam. Rein. Der kann ja hier ordentlich schleppen. Den nehme ich jetzt auch gewichtsmäßig nicht so viel. Oh, ja gut. Vielleicht nehme ich doch ein bisschen Rücksicht auf ihn. Was ist das denn hier? Das ist ja... Das kriegt jetzt der Rolf. Ich weiß nicht, ob der Helm besser ist, aber er sieht auf jeden Fall stark aus. 90, 80, einmal, minus 3, minus 3. Er nimmt ihn zumindest mal an sich hier, den Helm. Stings kann nochmal kommen. Der hat, glaube ich, nur Sandalen angehabt. Ach, und da verabschiedet er sich. Ich glaube, ich muss mal mit der ganzen Truppe. Na, da haben sich die Leute doch verabschiedet. Ich bin auf dem richtigen Weg nach Brink. Jetzt ist der Karl-Heinz mit Abstand der langsamste. Der hat ja auch den Rucksack auch gut zu erkennen, möchte ich sagen. Rolf sieht wieder souverän aus. Gongi ist jetzt der schnellste. Der hat aber keine richtigen Schuhe, ne? Die haben alle nicht wirklich Schuhe. Da muss ich was dran drehen. Das gefällt mir nicht, dass die unbeschuht sind. Hier, ihr seht auch Karl-Heinz, kämpfen ist im Moment nicht. Nicht wirklich.
Und ich habe jetzt gestern gelesen, die neuen Patch Notes, wenn man so will. Also, es ist noch nicht so weit, aber ich habe gesehen, wie es aussieht, wenn Wasser jetzt dem Spiel hinzugefügt wird. Es sieht wirklich sehr gut aus. Es wird einfach dann nochmal einen Tacken hübscher, das ganze Spiel. Obwohl es sehr einfach gehalten ist, ich finde es jetzt schon sehr hübsch. Oh, da geht's ab. Nein, da geht's nicht ab, aber da sind potenzielle Gegner. Ach Mann. Hier geht's auch nochmal ab. Wir beteiligen uns erstmal hier ran. Und gucken wir mal, dass wir für den Gongi und für die anderen Schnellen hier vielleicht ein paar Schuhe finden. Hat er nicht. Robo und dann der Maggi von der Geschwindigkeit her. So, das merke ich mir dann immer, damit ich weiß, wen packe ich jetzt voll. So, wenigstens ein paar Sandalen für den Gongi. Jetzt kommt der Robo. Ach, immer diese Knüppel. Okay, das ist jetzt muss ich sagen, ein kleines Leichenwirrwarr. Also den muss ich echt füttern. Den Magi, sonst fällt der mir hier von seinem bisschen Fleisch. Ach, liebe Zeit. Da vorne sind jetzt Gegner. Schaffe ich die? Die könnte ich doch. Die sollte ich doch. Bin in der Überzahl, aber nee, nee, ich lasse es lieber. Ich lasse das lieber noch mal. Erst mit Taschen leer machen und dann kann man schauen. Ja, Karl-Heinz trägt schwer. Für alle die, die sich wundern, ja, hier waren wir schon mal. Ich bin ziemlich nördlich, glaube ich, gestartet und bin hier schon lang gelaufen, habe diesen Weg hier quasi gewählt, so einmal rum. Wo ist er denn? Karl-Heinz ist ja zumindest in Sicherheit jetzt. Hier treffen wir uns. So, und wenn wir da stehen, machen wir wieder die normale Geschwindigkeit. Was hast du denn?
Nett. 50 Brust. Was hat das? Ja, ist um einiges besser. Weg damit. Weg damit. 54. Ah, weg damit. Was habe ich denn jetzt? An Geld 1500. Ich bräuchte 2,5 für einen Ingenieur. So, Stinks ist fertig. Komm, Karl-Heinz, du bist der Nächste. Ah, es sieht auch sehr schön aus hier mit den Schildern. Ich finde das sehr, sehr nett. Packen wir da nochmal den Rest rein. Und so ein Knüppel geht auch noch. Ne, geht nicht mehr. Ha. Gucken. Er kann schon wieder ein bisschen laufen. Also ein bisschen joggen. Moment. Open Back. Das ist das Wichtige. Das muss weg. Wieso? Geht mir nicht auf den Nerv. Blödsinn hier. Jetzt ist der ganze Platz hier ist nicht mehr zu verwenden, weil das Ding hier, diese Racks so hoch gehen. Ja, toll. Gut, wir suchen uns einen anderen Händler. Der ist schon wieder voll. Hier ist die Kneipe. Wo haben wir denn hier noch einen Händler? Es muss noch einen Händler geben. Hier! Karl-Heinz, wo ist er? Immer noch nicht der Schnellste. Also es macht tatsächlich dieser blöde Rucksack, macht den Karl-Heinz so langsam. Ich nehme den jetzt mal testweise raus. So, er trägt den jetzt quasi. Und da ist er wieder fixer unterwegs. So, fertig. Gongi muss verkaufen. Den Helm, glaube ich, den der Rolf da mit sich trägt, den werde ich erstmal behalten. Der gefällt mir, muss ich zugeben, ziemlich gut. Vielleicht kann ich den ja. Genau, wenn ich einen Ingenieur habe oder so etwas, dann kann ich den Helm diesem Knilch aufsetzen. Dann erkenne ich den auch. Dann ist das auch so ein kleines Unterscheidungsmerkmal. Robo, meine ich, hat auch eingesammelt. Jawohl. So, jetzt habe ich 3200 ungefähr. Das schickt. Das schickt. Jetzt schickt es natürlich nur, um sich noch einen Kollegen zu holen und nicht, um sich schon genügend Baumaterialien zu besorgen. Das
war es fast. Ich kann das noch hier so ein bisschen umswitchen, hoffe ich doch. Warum kann ich das nicht umswitchen? Doch, ich kann's. Ha. Krieg zu viel. Boah, jetzt Schnauze voll. Ach, so liebe Zeit. So. So, ich könnte theoretisch passen da noch Sachen hin. Der Rolf, ah ja, der Rolf hat noch was. Das kann ich noch verkaufen. Den Helm möchte ich behalten. Den Helm. Ist jetzt quasi unsichtbar, dieser Helm. Wo ist der Helm? Karl-Heinz? Such. Das ist jetzt eklig. Ach bitte, jetzt sag mir nicht, der ist weg. Ist jetzt in die Schräge reingebackt oder was? Gebacken? Gebäckt? Gebuckt? Wer buckte ihn ein in die Schräge? Das ist ja dämlich. Oder doch hier unten? Hier habe ich ihn ja hingeklickt, mehr oder weniger. Weiter unten. Nein! Akte X, oder? Ha! Geduld muss man haben. Jawohl. Also, ihr habt eure Schuldigkeit getan. Rolf noch nicht.